Und damit herzlich willkommen zum 72. Part Fußballmanager 2018 unserer Karriere mit Inter Mailand in der italienischen Liga und heute international in der Europa League gegen den ersten FC Gölle und seine Geißbock. Und ja, schauen wir mal, was im Geißbockheim so los ist. Wir gehen direkt ohne viel Umschweife ins Spiel. Ich hatte eigentlich schon gedrückt, aber okay. Kämpft um jeden Ball. Wie gesagt, Rückstand ist selten gut, aber Rashford sorgt für die Führung. Vorarbeit Thomas Lemar. Meier erhöht auf 2:0. Vorarbeit abermals Thomas Lemar. Den könnten wir jetzt schon fast einen nach vorne ziehen. 2:0 auswärts ist ein guter Puffer. Kann mir nicht vorstellen, dass der FC bei uns hoch gewinnt oder überhaupt ein Pünktchen holt. So, wem verschaffen wir Spielpraxis? Lemar, trotz zwei Vorarbeiten, dann können wir Degano mal auf seine neue Position anweisen. Wir könnten Origi ein bisschen Spielpraxis geben. Und wer hat noch länger nicht gespielt? Diawara, damit Emre Can die 1:0 behält. Schmelzer und Nico Schulz, also die haben Mitchell-Weise, die haben einige gute Spiele dabei. Man kann verstehen, warum die Europa League spielen. Aber es reicht nicht für uns. Es reicht nicht. Ja, deutlicher, souveräner Sieg, abgeklärtes Spiel. Nice. Und Degano durfte auch mal wieder spielen. Maurizio Sarri kündigt Karriereende für 2020 an. Der ist doch Trainer von Neapel. Kann das? Ich habe den Namen jetzt in letzter Zeit ein paar Mal gehört. Sarri. Sarri, das will ich jetzt erst wissen. Bernardo Silva verbessert seinen Torriecher, nice. Links außen kann er mittlerweile. Jetzt muss er noch die beiden Mittelfeldpositionen lernen. Meier kann hier Mentor bleiben. Embalo hat sein Trainingsziel erreicht. Er hat ja auch zwei neue bekommen fürs Mittelfeld. Den können wir uns eigentlich auch freuen, wenn der mal nach oben kommt. Er gilt als der neue Eduardo Silva. Norwich City. Ja, Neapel, wusste ich doch. Neue Marktwerte auch. We got plenty of time. Können viel für die Jugend hier wieder machen. Vom Marktwert her explodiert auch keiner so richtig krass, ne? 30 Millionen, das hält sich noch in Grenzen. Ich wollte gerade sagen, fangen jetzt alle an gut zu trainieren, aber nein, war nur einer wieder. Wäre ja auch seltsam gewesen, wenn die auf einmal begriffen hätten, dass sie gut trainieren müssen. Ja,
Ja, Zelensky, der kommt gar nicht mehr zum Zug, aber wie gesagt, den verkaufen wir auch nächstes Jahr, wenn dann unser Milinkovic-Savic da ist. So, Aufstellung. Immobile ist wieder fit. Kommt rein für Max Meyer. Zielinski kommt da rein. Hüther endlich nicht mehr im Form hoch. Ja, und Degano lassen wir gerade in der Elf drin. Vielleicht können wir ihn nochmal zur Spielpraxis bringen. Gegen Spal Ferreira, die immer für eine Überraschung gut sind, leider. Aber schauen wir mal. Ein frühes Türchen könnte uns gut tun durch Marcus Rashford vielleicht. Auf jeden Fall sollten wir nicht schon wieder unentschieden. Ich sag, ein frühes Tor wird uns gut tun und nicht dem Gegner. Immobile mit dem Ausgleich, aber Borriello trifft schon wieder und wir liegen 3-1 hinten. Ich sag ja, die Aufstellung kommt in der Sofortberechnung mit Rückständen einfach nicht zurecht. Ich weiß nicht, was ich dagegen noch tun soll. Als hätten wir nicht die Stärke, die auseinanderzunehmen. Und so verlieren wir hier gegen Spal Ferreira. Ich habe zwar gesagt, die sind immer für eine Überraschung gut, ja, aber es ist doch lächerlich, was hier läuft. Kannst du mir nicht erzählen, ey. Niederlage gegen Spal Ferreira, das war's dann mit der Meisterschaft, auch wenn noch lange, lange Zeit ist, aber wie soll ich das, ich hätte sogar auf Platz 6 zurück, kein internationales Geschäft, nice. Oh Mann, ist diese fucking enge Tabelle nervig. Natürlich spannend, aber nervig. Eine Niederlage und jetzt geht der Vorstandsvertrauen bestimmt um 4 Punkte nach unten. Neapel gewinnt gegen Empoli 2-0, Udine gewinnt 1-0 gegen Perugia Calcio, AS Rom 1-1 gegen Atalanta Bergamo, AC Milan 4-0 Sieg über Cagliari, Bologna Turin 2-2, Juve gewinnt 2-0 gegen Chievo, Genua gewinnt 2-0 gegen Benevente, AC Florenz 0-0 gegen Sampdoria und Delfina Peschiera verliert 0-5 gegen Lazio. Ja. Zwei Punkte nach unten. Mit einer Niederlage raus aus dem internationalen Geschäft. Ich meine, wir können froh sein, dass es jetzt passiert ist und nicht am letzten Spieltag, ja? Stell dir mal vor, man springt am letzten Spieltag von Platz 2 auf Platz 7. Das ist schon hart.
So, wir haben hier aber noch zwei Transfers, die wir angehen wollten. Erster FC Köln. Skriniar im Formtief. De Vrij erst recht im Formtief. Lemar im Formtief. Rashford geht wieder in den Sturm, Meier dahin. Sergio Roberto. Diawara, Bernard. Patrick Schick, der wieder spielen kann, das ist gut. Scuffé und Skriniar muss drin bleiben. Aber ist ja egal, mit Formtief. Wir haben eine kleine Führung. Das Spiel gegen den ersten FC Köln gibt es aber erst im nächsten Part. Ich weiß, das Video ist jetzt nicht mal 13 Minuten alt, aber dann ist es jetzt halt mal was kürzer. Ich bedanke mich trotzdem bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Auch wenn die Ergebnisse, beziehungsweise das eine Ergebnis jetzt so ein bisschen krass und ja, schade waren, aber ja, müssen wir daraus lernen und die Sache weiter besser machen. Ich habe es euch ja angekündigt. Leider ist das ja immer öfter so hier, dass wenn man 81, ja, dass wenn man gegen kleinere Vereine spielt, das 3-4-3-System absolut Probleme hat, gerade im Rückstand. Kann man nicht ändern. Wenn ihr irgendwelche Tipps wisst, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde schon ganz gerne im 3-4-3 spielen, weil das recht modern und offensiv ist und das für meine Spielweise passt. Aber ja, schauen wir mal, was geht, ne? Abo dalassen, um kein Video zu verpassen. Aktiviert die Glocke, schaut auf meiner Homepage vorbei, hilfakt.de/blog und ansonsten in der Videobeschreibung Links zu meinen Social-Media-Kanälen. Bis zum nächsten Part. Ciao!